Wer nicht will, der hat schon, ne? Und wir gehen jetzt zum Bonfire von... Da. Piu! Und gleich kommt wieder... Oh, Rufsymbol ist verschwunden. Und wir haben schon 40 Minuten. What the fuck? Wir sind jetzt gerade im dritten Part. Naja. Nein, Sir. I regret it. I don't want to die here. I'm sorry. So, ist auch knapp. So, hier sind wir richtig. Guck mal, da unten war die Brücke, wo wir eben waren. Und hier geht's gleich runter. Au! Oh, that hurt, asshole. Warte mal. Die in flames. Die! Warum explodiert das hier alles nicht? Sollte ja eigentlich explodieren, aber egal. Wir kriegen ihn noch so down. So, ich mach die Viecher mal lieber kaputt. Bevor die mir noch irgendwas tun. Auch habe ich nämlich keinen Bock, ehrlich gesagt. Tür auf, genau, hier waren wir schon. Erinnert sich. So, oben ist straight. Wie ihr wisst. Aber man kann jetzt hier irgendwo droppen, glaube ich. Oder kann man von weiter oben droppen? Wo war denn das, Alter? Ich habe doch... Bitte. Bitte, was haben Sie gesagt? Bitte, Sie wollen Feuer. Bitte, Hannah, haben Sie Feuer. Kommen Sie doch ein bisschen näher, bitte. Hier noch ein bisschen Feuer. Hat sie Feuer, Monat? Hast du Feuer, du Arschloch. Okay. Müssen wir vielleicht ganz hoch? Ist das die Possibility? Gott. Ich hasse mich jetzt schon dafür, dass ich das gemacht habe. Ja, das war nämlich eine ganz dumme Idee. Nein! Alter Schwede! Ja, das konnte man sich auch denken, dass das passiert. Bei den Typen ist, ja, mit denen ist nicht gut Kirschen essen, kann man sagen. Es war ein bisschen risky und ein bisschen dumm, ehrlich gesagt. Das erledige ich euch gleich. Nein! Ich erledige euch, nicht ihr mich. Und tschüss, 15.000 Seelen. Ach du Scheiße. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Ich respawne da übrigens gleich wieder. Also können die mich gleich nochmal platt machen. No, Sir. Hier, habt ihr. Ah, habt ihr. Jetzt hat nur gegen einen was gebracht. Finde ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Okay. Mann, normalerweise stehe ich hier mich nicht ganz so schlecht an. Nur halb so schlecht. Okay, genug der Scherze. Skill Modus activated. Skill Modus activated. Dun 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 dun. Come on, du Typ da in der Ecke, ich weiß, du willst kämpfen, dann kämpfen wir um dein Leben. Nein! Oh, das war knapp. Ich dachte, ich schmeiße es direkt ins Fass rein. Ist ja ein bisschen uncool geworden, wenn ich das direkt ins Fass reingeworfen hätte. So, ihr Penner, Mixviecher. Und Gacha! Gacha back, man! Gacha back! So. Hallo, ihr Typen hier oben. Kommt bitte, ich möchte euch einzeln töten. Ah, jetzt kommen sie. Nummer 1! Ja, war's doch schon, oder wie? Hätte jetzt mit mehr Widerstand gerechnet. Muss ich zugeben. Hallo!
bin hier, ihr Spakonatoren. Dafür brauchen wir übrigens auch noch einen Schlüssel. Ja, jetzt kommt der zweite. Du. So. Mr. Two, please. Oh, das war knapp. Der wäre beinahe auf mich gesprungen. So, die restlichen beiden kriege ich aber solo. YOLO! Sind die? Ich locker wegkriege. So, straight, mein alter Buddy. Wally Wade, neat. Oh, no, hobbity, hobbity. Verfolger oder Hagosche. Ja, da hat eigentlich nicht mehr für uns. Vielleicht noch ein Zauber. Schwerer sehen, ja, nee. Nee, hat er sonst noch. Reden des Wissens wäre noch ganz interessant. Aber sonst. Nee. Na, wir haben noch keinen Schlüssel. I don't know where it goes. Upstairs. Nee, warte. Da ist noch einer. Hallo, bitte sitzen Sie nicht so faul herum. Der da oben macht sich auch keine Platte. Aber wir machen uns eine um ihn und schleudern ihn dann mal lieber weg. Denn er kann uns gefährlich werden, wenn er runterspringt auf einmal. Ja, nee. Weiß ich nicht, wie man da hinkommt. Vielleicht braucht man da einen Schlüssel. I don't know. Da liegt, fliegt übrigens eine Scherbe in der Luft. Netter Grafikbug. Na gut. Wenn wir da nicht hinkommen, dann müssen wir wohl im Giftgebiet weitergehen. Oh Gott, das freut mich schon. Da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Oh ja, nein. So, okay. Giftgebiet, ab in die Mühle, untere Ödenspitze und was trinken. So. Hier sind wir. Ich lege mal nochmal mein Zeichen beim Boss. Bibidi babidi bubidi Boss. Damit man mich summonen kann. La 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 la. Ich drehe mich gern im Kreis. Und beiße Gegnern aus. Na 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 na. Du triffst mit deinem Hammer. Glücklicherweise für dich. Drei Schläge und du bist down, mein Freund. Kommt der andere jetzt schon? Hab ich auf jeden Fall schon bemerkt. So. Das war's mit ihm. Rufsymbol legen. Schnell. Komm schon! Komm schon! Hä? Kannst gar nichts, kannst du nicht! So. Das wird mich auch dauern. Okay. Haben wir das Zeichen gelegt und können wieder gehen. Falls da jemand unsere Hilfe braucht, sind wir natürlich gern zur Stelle. Sonst, ja. Wollen wir hier weiter? Was ist das? Versucht springen. Ja, versucht springen und sterbt dabei. Ist eine ganz klasse Idee. Ne, springen sollten wir tunlichst vermeiden. Versucht Flügel. Das gibt es in Dark Souls nicht. Ich habe komplett vergessen, wie die Area hier geht. Ich habe sie gesehen. Und zwar bei Etienne und Dennis. Der hat durchgenommen. Ja, er hat ja Schild um. Mach dein Schild runter! Du Schwein! Ach, hier ist ja wer? Wer bist du denn? Ups. Heute wollte ich eigentlich nicht runterhauen. Egal. Was haben wir hier? Schimmernder Lehmstein, sehr schön. Rüste mal wieder meine Assist-Tags aus, was ich hier versucht. Sturzangriff. What? Why? Das war nicht die richtige. Okay, was ist hier? Versucht Köder.
Ach, der da hinten, ne? Ja, da kommt noch einer, der uns da ein bisschen mitnervt. Von der Seite. Können wir mit Zaubern aber ganz gut runterschmeißen. Das war nicht der Plan. Ehrlich gesagt. Aufpassen. Zurückgehen. Ja. Glückssache, auch man die trifft. So. Au. That fucking hurt. Man. You're hurting my feelings. Feelings. Oh oh. No, sir. Okay, ich werde gerufen. Verrecke. Nein, du sollst verrecken, Mann. Fick dich doch. Rüstung des Aurors. Rüstung des Königs. Rüstung des Bla. Okay. Praise the sun, mein Freund. Ich weiß, ich sehe seltsam aus, aber vertrau mir, ich hab's voll drauf. Mehr oder minder. Hey, das ist ein Dex-Typ. Mit zwei Schwertern, awesome. Mal gucken, ob du gegen den Boss was ausrichten kannst mit deiner Zwei-Schwert-Taktik. Oh, hey. Oh, hey. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Kann man sagen, glaube ich. Alter, der springt da auf mich drauf, der fette Sack. Und haut mir da ein bisschen Damage rein. Nichts, was ich nicht verschmerzen könnte. Naja, du frisst hier niemanden, mein Freund. Erst recht nicht mich. Oh, ich klatsche dir ein paar Feuerbälle an den Arsch. Oder die Seite oder wohin auch immer. Oh. Nee, Freund. Du frisst mich nicht, habe ich gesagt. Habsucht, Arschloch. Okay, das war's. Es war mir eine Ehre. Pflicht erfüllt, wir sind wieder human. Alles ist very cool. Peng, da ist übrigens Poison drin. Und Peng hier auch. Cool, oder? Ja, damit hat er nicht gerechnet. Faust war jetzt Verk was. Guck mal, da ist ja immer noch der Typ, der uns gerade so schön den Rücken zudreht. Dass wir ihn angreifen können. So. Jetzt hätte ich ihn runterschmeißen können. Komm her! Mit deiner Magic Weapon Arsch. Ja, das hat viel gebracht. Vor allen Dingen für dich. Und nicht nichts. Ja, der blockt sofort wieder. Okay, das war's mit dem. Schwarz-Silber-Schild, ist das gut? Ist das ein gutes Schild? 16D. Oh, naja. Nicht besser als das Drangling-Schild. War hier irgendwas mit Jumpen? Kann das sein? Nee, von hier nicht. Hier war es nicht. Gegner irgendwo? Ich glaube schon gleich. Irgendwo sind hier Gegner. Wow, hey, du Sackgesicht. Wow, zwei von euch. Alter. Aufhören, hier mit Poisonmessern zu werfen? Ich hab's hackt. So. Mal hochklettern hier. Und den Typ müssen wir, glaube ich, ganz schnell killen. Wenn der sonst irgendwo irgendwas zumacht, habe ich noch einen Gedanken. So, das können wir abfackeln. Alles ganz lustig. Habe ich bei Etienne und Dennis gesehen. Deswegen nutzen wir mal Flammschwetterlink, machen die Fackel an und können das hier. Na komm. Entzünden. Und das erleichtert uns den Boss, glaube ich, irgendwie etwas. Die Mühle brennt, die Mühle brennt. Versucht Fackel. Genau, wie steht es auch nochmal? Die Mühle brennt. Geil.
So, pack die Fackel wieder weg. Ist das hier schon das Gate zum Boss? Leuchtfeuer voraus, deshalb versucht ruhig bleiben. Why should I? Schwarze Feuerbombe. Okay, ich weiß nicht. Das schon. Nö. Okay. Das Nebelgate bringt viel. Naja, immerhin ein Leuchtfeuer. Hems! Und ich setze mich mal kurz hin. Und ja, doch, was ist das? Können wir hier rufen? Hagor. Aha, okay. Warum hier? Keine Ahnung. Man weiß das nicht so genau, warum der hier gerufen werden möchte. Aber was ich weiß, ist, dass diese Typen keine Herausforderung für uns darstellen. Wenn ich das mal so sagen darf. Ach, guck mal, da ist was. Ach ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an diese Stelle. Ich erinnere mich aber nicht, wie ich da rankomme. Ach, doch, von oben nämlich. Ah ja, doch, ja, ich weiß. Was war hier? Lügner, dahinter. Nee. Okay. Nee, da kommt man nämlich von einer anderen Seite aus ran. So, hier kann man diese Platte, die man da hinten sieht, hochfahren. Und unter dieser Platte ist etwas. Aber man kann entweder mit der Platte jetzt hochfahren und halt weiter, oder man kann hier runtergehen, sich das Item schnappen. Da geht's eine Leiter hoch. Muss ich mal hochklettern. Schnell. So, das Ding kommt nämlich wieder runter und das macht böse Damage. Wenn man es abkriegt. Das haben wir aber zum Glück vermeiden können. Ach nee, hier geht's ja. Man kann ja nicht klettern. Ich vergesse das gerne mal. So, was ist hier los? Enges Gebiet voraus. Das sehe ich. Ist das so ein. Was ist denn das für ein Hansel? Ach, das ist der hier. Alter! Lass mir mal nicht mehr das Schild weg. Was ist denn los mit dir, mein Freund? Wir können auch hier lang. Ach, guck mal, das ist so eine. Es ist so eine Feuertussi. Hier habe ich ja gar keinen Bock. Irgendwie krasse Feuersprüche drauf. Also, nicht unterschätzen. Ich glaube, da kann man nicht rüberjumpen, oder? Kann man da rüberjumpen? Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Dann kommt er bestimmt von der anderen Seite rüber irgendwie. Ich könnte hier runter. Was genau was das bringt, ist unbekannt. Also die ganze Mühle abzuklappern ist, ja. Ne? Unter voraus, deshalb. Ah, hier. Das ist. Das ist doch unser Kollege hier. Kollege Pate. Well, we meet again. Ja, sieht so aus. There's treasure this way, but I have a bad feeling about it. I don't quite have the guts myself. Well, we meet again. There's treasure. I don't quite have the. Das ist bestimmt was ganz Schlimmes. Ja. Gehen wir mal wieder zurück. Muss ja da unten irgendwie lang kommen. Aber wir können. Wir können hier hochfahren. Das geht auf jeden Fall. So schnell ist die Plattform nicht, dass wir da nicht mitfahren könnten. Alles einsteigen. Die Plattform fährt hoch. Schild bereithalten, bitte. Vorsichtsmaßnahmen. Wow. What the fuck, okay. Darf ich erstmal die Schatztruhe öffnen? Das wäre furchtbar nett. Mira-Schild, okay. Alter, jetzt hört auf zu übertreiben. Hier drüben kommen wir auf jeden Fall nicht hin. Aua.
Aua. Schnell! Genau in der Sekunde bin ich tot. Aber das passt prima, denn wir haben die Stunde voll bekommen. Und ich würde sagen, nächstes Mal machen wir in der Mühle weiter. Das war ja sehr erfolgreich, diese drei Folgen. Die letzten drei Folgen waren wirklich die erfolgreichsten meines Lebens. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 2 und Let's Stirb in Dark Souls 2. Also bis dann, Leute, und ciao.